Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends A bis Z. Und da spielen wir eine wunderschöne Runde mit der Evelyn im Jungle gegen ein Fiddle im Jungle. Und mal schauen, wie die Runde werden wird. Jungle, 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 ich liebe Jungle. Nach der letzten Runde mit Elise war, naja, ne? Ist es so, naja, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass diese Runde auf jeden Fall besser läuft. Aber ob es wirklich so ist, wer weiß. So, jetzt ist da schon mal ein Thresh. Mal gucken, was der vorhat. Aber ja, gut, dann ist da halt nichts los. Die Leona, die ist auch AFK. Keine Ahnung, was die da macht. Alle wollen nicht. Also von daher gehen wir auch nicht rein. Guck mal, zwei sind oben. Oh, der fängt Toplane an. Gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, die hat gewartet. Oh, thank you, thank you, thank you. Sehr, sehr nett. Dann weiß ich nämlich Bescheid, was da jetzt gleich los ist. Wie oder was da gleich gemacht wird. So, die sind aber... Aha, guck mal, ne, wie die da warten. Wie die Geier warten die dort. So. Dann können wir nämlich gleich hier... einmal hier machen... So, auf was warten die denn? Aber die kommen nicht, ne? Nein. So, wir schauen auf jeden Fall nochmal Thank You dran. Ne? Und die... Keine Ahnung, wieder machen. So, guck mal, wir machen einmal hier nochmal, weil jetzt haben wir ja mehr als genug Mana. Also können wir hier durchspammen, alles mögliche, was wir haben. Und zack. Perfekt. Mist. Da habe ich verkackt. Aber kein Problem, das passt. Oha, nice, nice, nice. Sehr schön. Ach, guck mal, mein Red Buff ist immer noch dort. Aber ich muss sagen, Clear Speed Geschwindigkeit ist ja völlig in Ordnung, ne? So, guck, zack. Weil dann können wir jetzt nämlich auf die W rübergehen. Und halt mit der W weitermachen. So, weil dann haben wir das hier einmal fertig. So, zack und machen mehr Damage. Gehen wir mal weiter. Achso, ich sehe gerade, dass die Krabbe noch nicht da ist. Okay, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Und machen das einmal so, dass der down ist. Und dann einmal diese hier. Also Clear-Geschwindigkeit müsste eigentlich absolut kein Problem sein. Zack. Und dann können wir nämlich weitergehen. Oh, da wartet auf der anderen Seite auch nochmal ein Kill auf mich. Und dann können wir einmal hier weitermachen. Außer der nach unten gegangen ist natürlich. Dann gucken wir mal, ob wir eventuell... Oh, Mist. Aber okay. Das ging trotzdem noch alles, ob wir eventuell einen Zwischengang machen können. So. Da unten ist der nächste. Der will nämlich auch wohl fighten. Der hat ihn eng gemacht, okay. Wenn ich jetzt mit runterkomme, was machen wir denn dann? Dann machen wir nichts, okay. Der ist nämlich weg. Wenn die... Ah, das war sogar Wheel. Okay, jetzt bin ich weg hier. Jetzt bin ich lieber schnell weg. Oh, Mist. Ja, komm, folgt mir. Folgt mir alle nacheinander. Sehr gut. Folgt mir weg hier. Eieieiei. Gut, kein Problem. An der Stelle. Ne, das kam weg. Wir kaufen nämlich das hier einmal ein. Das war jetzt unlucky, aber okay. Der ist immer noch da unten. Was geht denn bei dem ab? Hm. Ach, guck mal, Irelia ist jetzt auch da unten. Oh, die
Leona, die war. Ah, unlucky. Was macht denn der jetzt? Der macht. Was macht der denn jetzt? So, guck mal, zack. Easy. Oh, Mist. Aber den kriegen wir nicht, nein. Dann lieber hier den hier machen. Aber ja, guck, ne? Sehr gut. Wir haben jetzt zwei Leute noch bekommen. Zwei? Ja, zwei. Zwei Leute noch bekommen nachhinein. Sehr gut. Also läuft doch. Läuft doch wunderbar hier. So, da kommen wir 35 Sekunden, okay. Das heißt, wir machen einmal hier eben den hier, nehmen uns gleich einmal nochmal den Blue Buff mit. Und dann müssen wir gucken, dass wir eventuell mal dem da unten helfen, aber oben helfen natürlich. Zack, gut, dann mache ich mal einmal die Wölfe eben. Aber ich würde gerne Level 6 einmal erreichen. Das wäre noch so ein Ziel, was ich gerne hätte. Bevor ich weiter ganke. Weil dann wäre es natürlich sehr, sehr angenehm. So, zack. Dann machen wir einmal hier, den hier nochmal. Ah, guck mal, die Akali ist, glaube ich, feed. Die ist gefeedet. Die schafft jetzt ohne Probleme gegen Irida hoffentlich. So, weil dann können wir nämlich einmal noch zur Top-Lane hochgehen. Weil Ashe ist ja eigentlich auch gefeedet, ne? Die ist ja eigentlich auch gefeedet. Sehr gut sogar. Das heißt, jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen selber hochzubekommen, ne? Zack. Blue Buff dauert noch ein bisschen, dann gucken wir mal, ob wir eventuell hier. Was macht jetzt die Irelia? Die rennt weg. Schade. Gut, dann rennt sie halt weg. Da ist ein Dings. So, mal gucken, können wir hier irgendwas reißen? Nee. Hier ist ein Wort drinne. Schade. Da rennt er aber schnell weg, der Typ. So, das heißt, wir holen jetzt uns einmal eben unseren Red Buff ab. Und dann gucken wir nochmal, was wir dann machen. Jetzt sind wir zumindest auch unsichtbar in dem Bereich. Jetzt sind wir zumindest auch einmal unsichtbar. Und wir können dann schauen, was wir machen. Auf der anderen Seite würde ich gerne einmal gegen die Irelia machen. Gut, das macht die aber schon alleine. Auch sehr gut. Wir gucken jetzt einmal eben, ob der hier. Aber was macht er denn da? Uiuiuiui. So, komm, vielleicht erreichen wir hier was. Ach Mist, ich wollte den Kill nicht klauen. Ich wollte, dass er hochgeht, aber okay, das war unlucky. Na, das wäre jetzt ganz, ganz schlecht. Gut, dann machen wir einmal hier den hier. Dann machen wir einmal den hier eben. Dass der down ist und wir dann irgendwas einbrechern können. So, zack, komm schon. Bei wie viel? 450 können wir erst.
Gut, dann muss ich das leider so machen. Und da ist auch schon down. Gib mir den, dann gehen wir einmal back eben. Wir können uns einkaufen jetzt. So, Schuhe kaufen wir uns auch einmal und dann gehen wir einmal gucken, was auf der Botlane da los ist. Und dann gehen wir einmal da gucken. Wie gesagt, Toplane, der hat jetzt, ich hoffe, jetzt genug. Ja, was willst du denn machen? Dann soll er halt campen. Dafür macht er halt nichts anderes. Wenn ich gerade oben bin, ist halt so. Okay, der will es jetzt. Der will es jetzt wirklich. Zack, wir sind unsichtbar, laufen gechillt weg. Oha. Den nehme ich mir auch mit. Das lasse ich mir. Arme hier, zack. Okay, come on. Dann pushen wir hier eben kurz die Lane ein sogar. So, zack. Dann habe ich zumindest auch schon mal mein Item hier fertig. Und keine Ahnung, was die wollte. Ja, läuft doch wunderbar hier, muss ich sagen. Gut, vielleicht nicht mehr der Top-Lane, aber okay. Das heißt, wir pressern jetzt hier einmal ein und gucken dann mal, dass ich eventuell einmal hier oben helfe. Je nachdem, was er macht, aber der haut, glaube ich, jetzt ab, ne? Der haut jetzt, glaube ich, ab. Ja. Gut, dann zerstöre ich eben einmal den Ward dort und dann gucken wir mal, das wäre der Botlane ein bisschen helfen. Dann machen wir das einmal so. Ich gucke einmal eben, ob der Blue Buff unten da noch ist. Oder ob er auch schon weg ist. Ne, der ist aber weg. Oh mein Gott, der ist sogar noch am Machen. Mist, das packe ich nicht mehr. Okay, kein Problem. Das ist, glaube ich, kein Problem. So, guck mal, wir können uns das hier mal kaufen. Wir können uns das hier mal kaufen. Und dann gehen wir auf die E. Genau, weil das Ding ist halt, dann gehen wir gleich mit zum Drake mal runter. Wir haben jetzt zwar viele bekommen. Gut, der Garen hat mich bekommen, aber 2-0 Garen ist kein Problem. Wir haben eine gefeedete Akali, also von daher. Was willst du mehr haben? Mal gucken, ob wir Botlane eventuell ein bisschen helfen. Außer wenn der Jhin jetzt auf der Midlane ist und auf die Fresse bekommen möchte. Dann kann ich da auch nicht weiterhelfen. So, dann gucken wir mal. Ach ja, Unsichtbarkeit ist wirklich eine schlimme Sache. Das ist wirklich richtig übel. Und noch viel schlimmer ist, glaube ich, wenn da 4 Leute sind. So, den habe ich. Oh, hier ist nix, ne? Mist. Aber okay. Kein Problem. Wir machen ja auch so fertig. Wir machen ja auch so fertig. Dann haben wir, dann habe ich halt scheiße gesmited, aber kein Problem. Pff. Was soll's? So, dann gucken wir mal. Den nehme ich mir auch nochmal mit. Gut, mein Dings CS ist völlig für den Arsch, aber egal.
Zack. Die machen wir auch einmal. So, dann gucken wir mal, wo kann ich denn weiter jetzt helfen? Wo kann ich weiterhelfen? Da unten in der Midlane. Die wollen wohl kämpfen. So, ich wollte hier einmal, aber hier ist absolut nichts. Hier mache ich mal eine Kurve, sage ich jetzt mal. So, wo ist er denn? Da war doch irgendwo ein Fiddle. Hier war doch irgendwo ein Fiddle. Oder nicht? Warum gehen die da rein? Irelia ist da noch irgendwo. Ja gut. Mist. Und ich hab's doch noch gesagt, da kommen die, aber nein. Aber dafür kommt die Akali und macht die fertig. Zack. Zack. Ohne Probleme. So, dann gucken wir mal. Ah, das können wir auch nochmal kaufen. Dann haben wir nochmal hier durch ein bisschen Laufgeschwindigkeit. Ja, dann gucken wir nochmal, dass wir zur Top-Lane hochgehen. Und da was machen. Genau, dann machen wir das mal. Und dann mal schauen. Aber die ist nicht mehr da. Oder der ist nicht mehr da. Gut, dann halt nicht. Den mache ich eben weg hier, den Ward. Zack. Und dann gucken wir mal nochmal jetzt. So, hier lasse ich nochmal den hier eben. Zack, dann ist der schon weg. Ah, was machen die da für Faxen? Ich habe keine Ahnung. Da ist schon wieder eine Irelia. Da kommt auch nochmal ein Garen dazu. Ach Mist, da war ich verstummt vom Garen, Mann. Ich dachte, ich schaffe noch die zu ulten, dann abzuhauen, aber nein. Also irgendwie lieben die Botlane, würde man sagen. Keine Ahnung warum, aber ja. Und der Tam, der chillt auf seine Basis. Seine Basis, vor allem seine Basis da. Ach, jetzt kommt er, oder wie? Mhm. Ach, guck mal, dann haben die zumindest den... Ja, moin. Jetzt kommt der nächste... Also wären so viele Kills gewesen, ne? Jetzt kommt die Akali. Akali hat hier Ulti. Nein, leider nicht, aber okay. Und macht sie auch ohne Ulti. Uff, das war unlucky. Aber jetzt ist sie, glaube ich, dann auch langsam tot, ne? Und ich gucke, ob ich eventuell... ja. Guck mal, da ist die schon mal tot. So, der denkt, yo, ich schaff es, ich schaff es, ich schaff es. Und zack. Den nehme ich mir einmal vor. So, dann können wir einmal den Drake nämlich machen. Und zack. Nehmen wir uns einmal einen Drake vor. So, bei 900. Zack, und da haben wir den bekommen.
Mist, da war der weg. War der aber schneller weg, als wir gucken konnten, muss ich sagen. Aber okay. Der hat ja genauso wenig Farm wie ich. Zack. Weg mit ihr. Oha. Oha, Mann, da war noch eine W von dem Djinn. Gut, dann haben wir das soweit. So, was, auf was gehen wir denn noch drauf? Okay. Gehen wir mal nochmal auf das hier drauf. Dann machen wir mal das, was da steht. 17,14 läuft bei der Akali. Das läuft bei ihr wirklich jetzt. 9,15 stehen wir. Ja, ist auch nicht so schlecht. Eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann müssen wir nochmal schauen. Nach 4 Sekunden, okay. Abstufe ist zu Camouflage, ja. Durch Jimmy oder Lindenstein entfernt den Mondstein, okay. Der stellt 50 Leben wieder her. 50 pro Sekunde. Wenn sie weniger, okay. Also, wenn wir weniger haben, ja, moin. Ist ja mega. So, dann gucken wir mal. Ich will auch noch was vom Kuchen haben. Gut, ich habe aber nichts von. Ne, ich habe nichts von. Schade aber auch. Guck mal, den mache ich dann einmal weg hier. Gut, dann kriegen wir halt wieder nichts von. Da war eine schlechte Viertel-Ult. Und mal gucken, 2 Minuten 42, ja. Und oben ist keiner. Guck mal, dann hole ich mir zumindest einen Red Buff ab. Einmal zumindest, wegen dessen die können da unten fighten. Zack. So, was machen die denn jetzt? Die Akali muss es ja rocken, rein theoretisch gesehen. Okay. Das wird schwierig. Oder sie belasten jetzt hier Dead Garen. So, mit dem will ich mich aber jetzt nicht unbedingt anlegen. Oder doch, oder nein. Nein, will ich nicht unbedingt. Aber dann klaue ich mit dem hier auch nochmal. Dann klaue ich mit denen hier aber auch nochmal. So. Dann ist der zumindest schon mal weg. An der Stelle. Und stört mich da auch nicht, weil er sagt, die Gegner können auch nicht mehr bekommen. Zack. Ich bin weg. Ich bin weg an der Stelle. Ui. Mist. Zack, weg. Aber Akali, die lebt mal wieder, ne? Akali macht's wieder. Sehr schön. 23-2 hier läuft bei ihr. Auf jeden Fall. Schöne Runde. Auch wenn ich Jungle weiter. Ich werde Jungle weiterhin hassen, kein Problem. Das ist nicht das Problem. Aber 12, 6, 13, ja, ist für mich doch, schmeckt eigentlich schon lecker. Habe ich wirklich kein Problem mit. Also 700 brauchen wir. Dann ist der Drake ab gleich, jeden Moment. Das heißt, dann hole ich mir den Drake nochmal ab. 8, 7, 6, 5. 3000 Damage. Ja, das schmeckt. Genau, dann gehen wir mal den Drake abholen. Den, oh,
Einen habe ich verpasst. Also, der war, glaube ich, der zweite, ne? Den ich verpasst habe, aber kein Problem. Ah, was machen die denn da jetzt alle? So, komm, dann holen wir den mal zumindest schon mal ab. Ja gut, dann halt nicht. Ach Mist, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Wodurch vor allem? Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir haben einen Drake bekommen. Wir haben einen Drake bekommen von mir aus. Den haben wir bekommen. Mache ich die 700 oder die mache ich gleich. Dann haben wir hier zumindest auch schon mal ein bisschen mehr davon. Und dann gucken wir mal. Wir haben keinen getötet. Doch, wir haben einen getötet, aber ich habe keinen Assist bekommen. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. So, jetzt können wir das zweite Item schon mal holen. Sehr schön. Und dann können wir gleich auch in mein Geschehen wieder rein. So, was steht hier? 512 und wird auf 1230, wenn das... Okay, unter 30%. Was macht die denn da jetzt? Gut, dann halt nicht. Schade. Aber den Wort, den kann man ja mal wegmachen hier. Okay. Keine Ahnung, was er da jetzt gerade gemacht hat, aber okay. Na, da verschwende ich jetzt nicht meine Ulti für. Zack, drei Leute weg. Drei Leute auf einen Schlag weg, das war, ja, naja. Ein komischer Baron für die. Das war ein komischer Baron, aber okay, dann pushen wir halt durch, dann ist es halt, ist auch was Schönes, ne? So, dann haben die zwar alles verschwendet, sag ich mal. Und ich kriege gut Damage. Okay. Ich laufe um mein Leben. Mann, der hat es auch noch geschafft, mich zu ulten. Was ist denn das? Oha, jetzt stellen wir aber alle weg. Stellen wir sogar alle weg. Das ist traurig. Oh shit, die überlebt das, glaube ich. Die überlebt das. Nee, doch nicht, okay. Da sind wir, glaube ich, da haben wir zu Overstate. Auf jeden Fall. So, guck mal, dann gehen wir einmal wieder zurück. Laufen wir mal schnell hin. Mist. Jetzt habe ich den natürlich nicht bekommen, aber okay, kein Problem. So, die nehme ich auch nochmal mit hier. Drake, wenn wir den bekommen, ist schon mal was Schönes. Dann haben wir jetzt schon mal die Drakes ready. Das ist aber eine falsche. Zack. Das wäre gut, wenn wir den nochmal bekommen würden. Den Drake. Da hätte ich kein Problem mit.
Ja. Mist. Was macht die denn da? Oh Mann, da war der Gin da. Okay. Okay. Wir haben Bad Focus. Also wir müssen wirklich gucken. Ja gut, aber der Gavin ist ja gefeedet und... Ah, Drake ist weg, das Set. Ist gar nicht schön anzuschauen, alles gerade. Dings der Buff haben die ja nicht mehr, ne? 11 Sekunden ist Dings da, das heißt, die schaffen auf jeden Fall den einen Inhibitor. Ob die den Tower noch schaffen, ist eine andere Frage. Könnte sein, muss aber nicht sein. Weil wir jetzt alle wieder kommen. Weil wir jetzt wieder alle da sind. Aber so wie es aussieht, ja. Nee, wir erreichen die nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Warum ballert der mir so viel Leben? Ja gut, 700, da war der Dings, der so viel gemacht hat, okay. Gut, dann mal gucken, was die jetzt machen. Bin ich mal jetzt gespannt. Sehr gut, den haben wir bekommen. Die sind da auch mit 4 Leuten. Ja gut, ich bin down und der andere Jungle ist auch down. So, wir müssen gucken. Ich muss von behind kommen und dann den Jin wegtöten, ne? Das ist das Ziel. Das ist eigentlich das Ziel. Wirklich, dass wir den Jin wegbekommen. Solange der Jin am Leben ist, sind wir, glaube ich, genauso tot. Würde ich ja mal sagen. Ja gut. Den können wir dann auch einmal weglöschen. Einmal das hier kaufen. 5500. Okay, da ist der erste Tower schon weg. Und da kommt der Djinn auch schon wieder. Der Djinn ist wirklich, den muss ich halt gucken, dass ich ihn wegbekomme. Da muss ich gucken, dass ich den wirklich wegbekomme. Irgendwie. Die Frage jetzt ist nur, wie. Okay, Dings machen die bestimmt jetzt gerade auch, ne? Ja. Bin mir überlegen. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig an, nein. Ich glaube, den wegklauen kann ich den auch nicht, außer ich ulte. Hallo? Wort mal bitte rein, einer. Lol. Die machen den ja gar nicht. Okay. Ich dachte, die machen den jetzt so richtig. Ah, der Djinn, der Djinn. Wir müssen wirklich den Djinn wegtöten, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe ihn gerade wieder aus den Augen verloren. Der Djinn ist ein Problem. Aber ein großer Problem auch noch dazu. Und wenn der am Leben ist, dann können wir gar nichts machen. So, die Frage ist, schaffen wir es rechtzeitig dort zu sein? Die sind... Nee, da kommt Garen auch nochmal dazu. Nee, jetzt schaffen wir das erst recht nicht mehr. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Gut, dann haben wir halt den wieder verloren, Baron.
Aber eventuell, wenn wir den hier wieder bekommen, das wäre doch was. Da müssen wir jetzt drauf spielen, sag ich mal. Ja gut, was willst du denn machen? Du kannst halt nur versuchen, gegen Dings zu spielen. Zack. Alter, der hat mich auch noch bekommen hier. Der hat mich auch noch bekommen, der Typ. Das ist unlucky. Das ist und vor allem die Runde lief eigentlich auch so gut die ganze Zeit. Das ist das Schlimme. Dann haben wir ein Teamfight nach dem anderen verkackt, ey. Naja, so ist es manchmal. Na gut, damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann da nach unten. Aber da kommt in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Genau, und damit bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.